Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fiesta. Hallo. Hallöchen, wie immer dabei die Jenny. Schön am Zocken. Und der Mariandus. Ja, natürlich. So, wie man sieht, wir sind im Stream. Also wer den nicht gesehen hat, unbedingt mal reinschauen. Da haben wir Drachengrab ein bisschen gemacht. Ein bisschen ist gut. Sind im Stream 89 geworden. Und jetzt haben wir natürlich die ganz tollen WDHs, wie zum Beispiel noch nie dagewesene Juwelenbäume. Juwelenbäume und rote Nixen, vor allen Dingen sehr viele rote Nixen. Nee, also es ist eigentlich bloß Gargoyles dazu gekommen an WDH. Bin jetzt gar nicht, ich weiß jetzt gar nicht, sind die Juwelenbäume jetzt noch wiederholbar oder ist das das letzte Mal, wo wir die machen können, ne? Keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt auch so eine Sache, so eine. Mal schauen, mal schauen. Das wäre halt schon eine gute Reihenfolge, ne? Juwis, Gargoyles, Nixon. Ja, das auf jeden Fall. Das wäre richtig cool. Obwohl die Gargoyles halt auch bloß, ich glaube, 400.000 bringen oder sowas, ne? Ich meine, das ist nicht mal ein halbes Prozent, aber besser als gar nichts, auch wiederum, ne? 150? Was, 150? 150 Stück? Ne, die 20. Die 20er sind die wiederholbaren und die 150 ist eine normale Quest. Das ist doch runtergekürzt worden. Ah, die Quest ist wiederholbar, genau. Ja, 466.700. Ja, ich sag ja so um die 500.000 und das ist eigentlich nichts, weil wenn du dir überlegst, wir kriegen für die Juwis, kriegen wir, wie heißt die Quest? Weiß gar nicht. Ein Juwel an einem Baum, ja, okay. Nein, der Weg zum. Der Weg zum Ziel? Nee, ein Juwel an einem Baum. Ja, ein Juwel an einem Baum, 100 Ach, das sind die Stück. Kisten, ja. Ich meine, die bringen das Dreifache, ne? Oh nee. Und die, Aber 20 gehen halt schneller. das, ja klar, gut, 20 gehen auf jeden Fall schneller. Wobei ich die dann schon fast im Sumpf hätte machen würde, ne? Da am Sumpf. Eingang vom Sumpf. Ja, noch weiterlaufen zum Abgeben. Ja, nee, die kannst du ja in Uro abgeben, da kann man ja hin und her springen. Weißt du, wie ich mal? Oder gibt man die hier ab? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Gibt man hier ab? Wenn man die hier abgibt, wäre es scheiße, ja. Aber wenn man die so abgeben könnte und Moment, man kann hier gucken. genau, und dann, wenn man die so abgeben können in Uru, dann Ah, wäre das nicht nee. so schlecht. Händler Vellon, ja, in Uru ist doch der. Genau. Der ist in Uru. Aber wenn wir das im Sumpf machen, dann springe mal hin und her und dann geht das wiederum. Da ist sogar die Frage, ob man dann nicht sogar eher die Gargoyles machen als die Juwis und die roten Nixen. Weil wenn wir da springen können, 20 Stück sind schnell gekloppt von deine Viecher. Eigentlich zu schnell gekloppt, ne? Mehr wieder mit Springen beschäftigt. Ja gut. Ja gut, du wärst schon länger brauchen als 2 Minuten, ne? Insgesamt, da meine Jo. ich. Ja, und da müssen wir uns überlegen. Da müssen wir uns was überlegen. Dankeschön. Ich meine, ich sag mal, solange man ja jetzt Juwis noch haben. Wenn wir das ja so in der Reihenfolge machen. Bis zu 110, genau. Juwis, Gargoyles, Nixon. Und wenn die Juwis dann wirklich wegfallen, dann. Ja, genau. Dann machen wir die Gargoyles vielleicht wirklich als Hauptding, dass wir nur Gargoyles machen die ganze Zeit und dann hin und her springen. Muss sich zeigen, wie's Wenn wir es dann ist. nämlich sehen können, können wir ja immer nur Nixon machen. Ja, sehe ich. Denke ich nämlich auch. Wir werden noch oft genug die Gargoyles machen müssen wahrscheinlich. Ich nehme mal alle Hallo? Kisten, ne? Warum? Weil du das normal auch immer machst. Oh. Jetzt auch mal liegen. Ja, okay, die lasse ich dir.
Die eine, weil ich Wie daneben hast du? geklickt habe. Hä? Wie hast du? 23. Gar viel, ich muss jetzt wieder da. Ich will dich hier jetzt halt nicht, ne? Aber der Claire schreit. Der Claire nörgelt vor sich hier. Jupp. Doch? Ich hab da ein Ohr für. Ja klar, War mir so klar. dadurch, dass wir angefangen haben zu erzählen und zu Komm, wir reden. saßen eben eine halbe Stunde im Schlafzimmer und haben erzählt. Ja, okay, das stimmt schon, aber da haben wir geflüstert. Jetzt spreche ich mal in einem normalen Ton, ne? Riechen wird. Immer wenn wir aufnehmen. Aber es ist halt so. Ist halt so, wenn mein Kind hat, ne? Er verzählte bloß. Da schläft er da. Jetzt ist man halt automatisch ein bisschen leiser, dass er auch einschläft. Ich meine, ist man schon. Morgen, ich geh mal. Okay, dann mach du Folgen. Dann spiel ich ein bisschen vor mich hin. Und freue mich, dass ich wieder aufnehmen kann. Oder auch nicht, je nachdem, wie es noch weiterläuft. Aber eigentlich ist ja doch eigentlich ein schneller Einschläfer wieder. Hoffe ich. Letzten Male war es zumindest so. So. Drachengrab habe ich im Übrigen beschlossen, dass ich Drachengrab oder dass wir Drachengrab nur noch im Stream machen. Also, dass wir wirklich, nur wenn wir streamen, auch Drachengrab machen, weil es eher wirklich ewig lang dauert und ich finde, das eignet sich super, um das in einem Stream zu machen. Vor allen Dingen ist es viel geiler, die ganze Zeit Drachengrab zu machen als in der Aufnahme die ganze Zeit, nee, als im Stream die ganze Zeit WDHs zu kloppen. Und Drachengrab ist halt auch ein Riesenprojekt. Ich meine, da brauchst du. Wir haben eine Quest fertig gemacht. Nee, die zwei Quests. Zwei Quests haben wir fertig gemacht. Die Feuergeister haben wir fertig gemacht und danach noch ein bisschen die Titanen oder Mega mal. Weiß gar nicht, Magma, irgendwas. Ich weiß gar nicht, dieser Golem halt am Anfang. Die zweite Quest. Und wir haben knapp 3 Stunden gemacht, wenn man sich überlegt. 3 Stunden. Und das hätten wir normalerweise in Viertelstundenfolgen gemacht, vielleicht auch in 20-Minuten-Folgen. Ist schon krass, was das an Folgen hätte gegeben, ne? Deswegen Stream-Projekt viel besser geeignet, ne? Meine Jenny ist wieder da, aber nicht hörbar. Ohne Kopfhörer. Naja. Gut. Dann halt nicht. Es ist. Ja, nee, ist schon klar. Es ist echt merkwürdig, muss ich sagen, dass ich, wenn ich Fiesta alleine spiele, nicht so viel erzählen kann, wie wenn ich Minecraft alleine spiele. Bei Minecraft bin ich die ganze Zeit am Quatschen. Und bei Fiesta eher weniger. Da bin ich so mehr am Denken. An der Strategie. Obwohl ich bei Minecraft eigentlich auch viel an Strategie denke, wie ich am besten baue, ne? Nun ja, gut. So. Warte mal, ich brauche noch. Ach verdammt, lass doch mal hängen. Lass doch mal liegen. Ich brauche noch 3 Stück und dann kannst du sie alle aufnehmen. Habe ich 49 und dann passt das. Ach, genau, und was ganz toll ist, worauf ich gerade hingewiesen worden bin, weil ich es wieder mal vergessen habe.
Die haben endlich das Weihnachtsupdate entfernt. Endlich. Ich meine, ich fand es ja schön. Ne? Es war ja schon schön gemacht. Aber es war echt nervig in der Zwischenzeit. Die ganze Zeit diese Weihnachtsmusik und überall Schnee. War schon fast nicht mehr schön. Und darum bin froh, dass es endlich weg ist. Aber hat auch ewig gedauert. Aber es war ja eigentlich auch kein Weihnachtsupdate, es war ein Winterupdate. Und solange Winter ist, ist das ja eigentlich in Ordnung. Die machen ja auch ein Frühlingsupdate. Und die machen, also ein Osterupdate besser gesagt, und die machen ja ein Sommerupdate, ne? Da kommt dann bestimmt auch wieder so Strandbuggy ins Angebot oder Bikinis auf jeden Fall. Gehen wir stark davon aus, dass die wieder Bikinis reinbringen oder Badehosen. Wer dann wieder da? Baby, schön. Schläft er wieder, ne? Weiß ich nicht. Aber es Zumindest ist er scheint sich die ruhig. Dudu verloren zu haben. War im Bett gesessen, aber wo ich ihn neu gesteckt habe, der Dudu, dann war wieder gut. Ja, der gute Dudu. Und Dein das hat ihn Freund doch und Helfer. so erschreckt, dass der dann weg ist. Der Dudu, ein Freund und Helfer in der Not. Wie viele Kisten brauchst du denn jetzt halt eigentlich? Brauchst du noch alle oder? Nee, 12. 12 Kisten nur noch. Oh ja, gut. Das geht ja. Weil die Juwis sind jetzt fertig, ne? Hier liegen Kisten, ne? Eine. Okay, ja. Ich muss mich demnächst drum kümmern, dass ich eine neue Waffe krieg. Ich habe ja eigentlich schon eine 90er, eine 85er Queen im Lager, ne? Aber da mache ich gleich mal, jetzt muss ich gerade überlegen, wie viel Schaden weniger. 600 Schaden weniger, ne? Das ist schon heftig. Darauf habe ich echt keinen Bock. Ich brauche unbedingt eine stärkere Waffe, eine 90er. Weißt du was, eine schöne gebluste 90er Waffe. Ich nehme gerne Spenden an im Übrigen. Also ich behalte ja die Waffen nicht, ne? Ich gebe die ja immer dem Besitzer wieder zurück. Ich leihe mir die Waffen theoretisch bloß levelübergreifend, ne? Hier liegt auch noch eine Truhe. Also für ein halbes Jahr. Ich gebe es aber auch immer zurück, wenn sie gebraucht werden. Wenn jemand sagt, er braucht die Waffen, wir erinnern uns an Nico, Ja, der ja, ja. sein, oder war es Alex, ich weiß gar nicht, der seinen Stab wieder haben wollte oder brauchte für seinen Magier. Da habe ich auch immer wieder brav meine Schulden zurückgezahlt, ne? Ah ja, Also, okay, das ist so. genau. Also, falls da mal jemand rein zufällig ein Hi. Stäbchen, Ja, das war so, wie Was wenn so, du nehmen ein wolltest. Stäbchen übrig hat, ein 90er Stäbchen, ne? Es muss noch nicht einmal plus 9 sein oder plus 10, aber vielleicht gerade so, dass es stärker ist als das, was ich jetzt hab. Ich nehme auch gerne 90er oder 85er, nehme ich auch. Und einfach mal in die Kommentare hauen oder schreibt mich vielleicht sogar direkt hier an. Hast du soweit alle? Ja, das wäre die letzte. So, Ah, sehr okay. schön. Ja, einfach mal anschreiben. Lieben gerne. Ich zahle auch irgendwas als Pfand. Nur ich kann mir halt keine leisten, weil ich kann hier nichts, ich verkaufe hier nichts. Ich krieg hier einfach kein Geld zusammen. Das ist sehr schade. Das ist alles so teuer. Okay, komm, wir gehen dann vor zu den Gut. Gargoyles. Das erste Mal 20 Gargoyles. 150. Oder sollen wir die noch nicht machen? Du kannst du ja nach und nach machen. Wenn du Okay, dann die 20 jedes Mal abgibst, hast ach du ja dann so, auch ah ja. irgendwann deine 150, ne? Stimmt. Ja, Herr Orgemol, das ist doch logisch. Guck mal, die halten hier nichts aus. Die sind ja genauso so schwach wie die Juwelenbäume. Wo bist du eigentlich? Ja, die Hoch, hoch. hoch. In der Kingdom Quest. Kleiner Cut, also, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann Kingdom Quest.